Challenger, die was größer ist wie er. Das war genau diese Challenger. Er hat sie dann so quasi die Folie heruntergerissen und hat sie wieder neu foliert. Das heißt, das ist tatsächlich die alte Maschine. Da gibt es dann ein Video, das heißt Geilflug. Das wirst du mal suchen. Da gibt es nämlich bei seinem Flugplatz einen Fluss, der heißt die Geil. Und da hat er mit Seitenruder ständig gestreift. Dann, wie er sie abfoliert hat, hat er sich wundert, warum das Seitenruder passt. So, aber jetzt werde ich nichts mehr kommentieren. Freut euch auf den Flug von Gernot Huckmann. Gerne darf auch Musik gehen. So, das ist jetzt nicht geplant, ich werde einfach irgendwas spielen, schauen wir, was er draus macht. Vollausschlag, was anderes kennen die Servos gar nicht. Nur mal so einer. Ja, da hängt er sich wieder hin. Streifen mit den Seiten.
nichts mehr. Heute hier bei uns in Dresden.